Freddy, you're supposed to be on lockdown ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Voicelines von Vanessa aus Five Nights at Freddy's Security Breach und um sie soll sich das heutige Video drehen. Wir schauen gemeinsam in ihre Story rein und finden heraus, wer Vanessa war. Lehnt euch also zurück, schnappt euch ein Fizzy Fest und genießt das Video. Vergesst nicht, den ganzen ein Däumchen zu geben und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Vanessa ist eine 23 Jahre junge Frau mit blonden langen Haaren, die sie zu einem Zopf gebunden hat. Sie hat große grüne Augen und ist als Security Guard in Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex angestellt. Vanessa wirkt sehr schüchtern und verunsichert, was man etwas an ihrer Haltung ablesen kann. Ihr alter Ego Vanny hingegen ist das komplette Gegenteil von ihr. Vanny ist ein Hase, der einige Besonderheiten aufweist. Große, leuchtende Augen, ein lächelnder Mund und sie besteht aus mehreren Stofffetzen, die gut zusammengenäht wurden. Sie bewegt sich hüpfend fort und verursacht Glitches, wenn man ihr zu nahe kommt. Sie ist außerdem ein Anhänger von Glitchstrap. Vanessa hat eine eher stereotypische Persönlichkeit, die mit ihrer regenbogenfarbenen Haarverlängerung einen gewissen Faible für Mode zeigt. Sie backt außerdem sehr gerne, mag Welpen sehr gern und nimmt ihren Job als Security sehr ernst. Allerdings scheint Vanessa auch sehr einsam zu sein. Louis erwähnte mal, dass Vanessa sich selber Pralinen bestellte und sagte, sie wären von ihrem Freund Brad. Vanessa selber hatte keinen Freund. Dass Vanessa ihren Job sehr ernst nimmt, merkt man, als sie versucht, Gregory zu finden, um ihn aus Schwierigkeiten rauszuhalten. Sie droht ihm sogar damit, Freddy aus dem Verkehr zu ziehen, wenn sie herausfindet, dass er ihm hilft. Man sieht hier auch sehr gut, dass sie sehr jähzornig sein kann. Als sie nämlich Gregory findet und ins Fundbüro bringt, tadelt sie ihn, bevor sie zu Vanny wird. Vanessa hat mit schweren Angstzuständen, Depressionen und einem früheren Trauma zu kämpfen. In ihrer Therapie wirkt sie eher mutlos und sehr selbstkritisch. Ihr geringes Selbstwertgefühl macht Vanessa sehr anfällig für Manipulationen, wie ihr Therapeut vermutet. Sie hat außerdem ihr traumatisches Erlebnis versucht zu verdrängen. Vanny ist eher sadistisch veranlagt und versteckt dies gut hinter einer kindlichen Extravaganz. Dies zeigt sie, indem sie fröhlich und lässig hinter Gregory hinterherhüpft. Außerdem läuft sie mit gestreckten Armen auf Gregory zu, wenn er ihr zu nahe kommt. Sie befiehlt den Stealth-Bots, Freddy auseinanderzunehmen und lacht ständig, wenn sie Gregory ermorden will. Vanny kann aber auch Angst empfinden, gerade wenn ihre Pläne nach hinten losgehen. Dies zeigt sich in dem Moment, als Gregory die Stealth-Bots dazu bringt, Vanny auf die gleiche Weise zu töten, wie sie es mit Glamrock Freddy getan haben. Vanessa wurde im Mega Pizzaplex als Nachtwächterin angestellt und ist nicht nur für das Gebäude, sondern auch für die Animatronics zuständig. Bevor sie angefangen hat zu arbeiten, wurde sie als Beta-Testerin für das virtuelle Erlebnis von Freddy Fazbear genutzt, wo sie mit Glitchstrap in Verbindung kommt. Vanessa ist sehr einfach zu manipulieren und erschafft ihr alter Ego, Vanny, was sehr stark an Glitchstrap angelehnt ist. Vanessa sehen wir das erste Mal im Pizzaplex, wo sie sich auf die Suche nach Gregory macht. Sie erwischt Gregory auch und bringt ihn in das Fundbüro, während sie ihn mehrmals tadelt. Sie spricht außerdem davon, dass sie seine Eltern oder die Polizei informieren wird. Als Vanny sehen wir sie das erste Mal, als Gregory die Daycare verlässt und mit Glamrock Freddy zur Ladestation im Gang kommt. Sie hüpft lässig und fröhlich an ihnen vorbei und verursacht hier das erste Mal eine verzerrte Sicht. Freddy selber konnte Vanny aber nicht sehen. Später, als Gregory im Fundbüro wieder aufwacht, spricht Vanny über die Monitore zu ihm und fragt ihn, ob er denn schon Spaß hat. Sie erscheint kurze Zeit später vor dem Fundbüro, wo sie den ersten Versuch unternimmt, Gregory zu töten. Er entkommt ihr hierbei und kann sich vorerst vor Vanny retten. Vanny gibt ihren Plan nicht auf, Gregory zu finden. Sie streift in den Hallen des Pizzaplex umher und beeinträchtigt bei jeder Begegnung Gregorys Seh- und Hörvermögen, wenn er ihr zu nahe kommt. Ob es eine ihrer Fähigkeiten ist, ist unklar. Es verschafft ihr aber einen großen Vorteil, um ihren Plan umzusetzen. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um einen Animatronic-Transmitter-Earpiece in ihrer Maske, das die optischen Sensoren der Animatronics stört und es ihr ermöglicht, zügig an den anderen Animatronics vorbeizukommen. Im Laufe der Nacht versucht nicht nur Vanny Gregory zu erwischen, auch die anderen Animatronics sind auf der Suche nach ihm, erwischen ihn aber bei keiner ihrer Gelegenheit. Vanny bekommt Gregory im Pizzaplex nicht zu fassen, was ihm die Gelegenheit gibt zu fliehen. Bevor er jedoch fliehen will, spricht Vanessa durch die Fastwatch zu ihm und sagt ihm, er habe sich eine Belohnung verdient und er solle zur Hauptbühne gehen. Bevor Gregory jedoch aus dem Pizzaplex flieht, sucht er Vannys Versteck im Phaserblast auf und gibt hier den Stealthbots die Anweisung, Vanny zu töten. Dies ist eins der möglichen 6 Endings aus Five Nights at Freddy's Security Breach. Redemption Ending. Um dieses Ending mit Vanessa zu erreichen, muss Gregory alle Princess Quest Minispiele beenden. Nachdem er alle Spiele beendet hat, wird die Kontrolle von Glitchstrap aufgehoben und Vanessa legt ihre Maske nieder. Vanessa verschwindet am nächsten Morgen zusammen mit Gregory und Freddys Kopf aus dem Pizzaplex. Disassemble Ending. In diesem Ending findet Gregory Vannys Versteck oberhalb des Phaserblast. Nachdem er am Haupteingang sich dazu entschieden hat, gegen Vanny zu kämpfen, begibt er sich mit Freddy Richtung Phaserblast. Da Vanny die Stealthbots auf Freddy hat, ist er nun keine Hilfe mehr. In dieser Zeit hat Gregory aber die Chance, in Vannys Versteck zu gelangen und lenkt die Stealthbots nun auf Vanny, was am Ende ihr Leben beendet. The Alley Ending.
Nachdem Gregory den Pizzaplex verlässt, sucht er Schutz vor Vanny in einer Gasse. Was Gregory aber nicht weiß, ist, dass Vanny ihn sucht und findet. Man sieht hier ihren Schatten, das Ganze wird als Bad Ending bezeichnet. VIP Ending. Für dieses Ending muss Gregory alle Sammelobjekte des Pizzaplex einsammeln und durch den Notausgang im VIP-Bereich der Tombola entkommen. Glamrock Freddy entscheidet sich hierzu, sein eingebautes Feuerzeug zu nutzen und zündet mehrere Plüschtüre an. Er flüchtet zusammen mit Gregory auf das Dach. Hier treffen sie auf Vanny, wobei Freddy und Vanny durch ein Gerangel vom Dach stürzen. Man kann in diesem Ending sehen, dass Gregory ihr die Maske abnimmt und auf dem Dach eine weitere Vanessa steht. Vanny erscheint manchmal auf dem Bildschirm im Pizzaplex und fragt Gregory, ob er denn schon Spaß hatte. Vanny hüpft normalerweise langsam und lässig auf Gregory zu, fängt aber an zu rennen, wenn sie ihm sehr nah ist. Vanny dreht ihren Kopf weg, wenn Gregory versucht, sie mit der Fastcam oder dem Phaserblast zu blenden. Dadurch ist sie immun gegen diese Art von Waffen. Vanessa ist die erste spielbare weibliche Protagonistin der Five Nights at Freddy's Serie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir uns die nächste Story zum nächsten Charakter angucken. Bis dahin, bye bye.